Die Solo-Nummer. Wer tanzt denn da aus der Reihe? Da hab ich doch extra einen mega tollen Übergang, eine Vorlage für einen Übergang gegeben und du hast ihn nicht verwandelt. Ich hab die so stehen lassen, weil sie gut war. Punkt, aus, Schluss. Fertig ist. Ich wollte doch übergeben. Also nicht mich. Ja, das ist gut nach dem Snack. Also pass auf, es ist was Spannendes. Was heißt was Spannendes passiert? Es ist etwas Irres kurios passiert. Etwas Kurioses passiert. Es ist ein Video aufgetaucht aus den USA in Los Angeles, wie ein Bär sich in einem Rolls Royce vergnügt. Das war dieses Video, was man nicht erkennen konnte. Richtig, wir haben gestern so ein, wir haben gestern so ein Video gesehen und das sah irgendwie merkwürdig aus und wir haben uns gefragt, was ist das genau? Das ging gestern durch die Nachrichten in den USA. Und kannst du dieses Video ganz kurz mal beschreiben, Mitch? Was, also hast, du, was Video, hast du da gesehen? Also dieses Video, war ein Video einer Kamera, Sicherheitskamera, wie Infrarot. So schwarz-weißig, ne? Schwarz-weißig, so Nachtsichtkamera. Und man hat gar nicht so viel erkannt tatsächlich, weil, also ich habe es nicht erkannt als das, was es sein sollte. Nee, es war irgendwas passiert in diesem Auto. So, daraufhin ja, die Kamera wies auf einen Parkplatz. Genau, und vor der Tür eines Privathauses. Ah, okay, auf einem Parkplatz vor der Tür eines Privathauses. Mhm. Wir müssen ja bei den Fakten bleiben. Ja, Fakten. Und ja, da wurde gewühlt in diesem Auto, aber man hat es jetzt nicht 100% erkannt. Richtig. Daraufhin ging der Besitzer dieses Wagens zu seiner Versicherung und hat gesagt, hier ist das Video, mein Wagen wurde von einem Bären zerwühlt und zerstört. Ich möchte gerne Versicherungssumme X. Das war ein Rolls Royce, der war relativ teuer versichert. Ein süßer Bär. Ein süßer Bär. Das ist jetzt gar nicht so unwahrscheinlich. Das kommt in den USA, auch in Kalifornien. Ja, ist wie mit den Waschbären an den Mülltonnen und so. Genau, das kommt mal vor, wobei Los Angeles ist schon... Da gibt's eigentlich, da ist es schon ein bisschen seltener. Es ist eher ja, so im muss Norden. Ja schon ein Tier sein, was es da auch gibt. Ne? Richtig. Also, ich weiß nicht, so ein Elch in L.A. ist wahrscheinlich selten, oder? Ich finde, das, weißt du, wie das klingt? Ein Elch in L.A. klingt nach so einem schmierigen Weihnachtsfilm. Ein Elch in L.A. Schon ist es Weihnachten, oder? Ein Hallmark-Weihnachtsfilm. Ja, ein Hallmark-Weihnachtsfilm. Ja, ich liebe die. So, auf jeden Fall habe ich dieses Jahr noch gar nicht geguckt. Muss doch, haben wir geguckt. Ja, aber egal. Naja, aber ja. So, auf jeden Fall kam das der Versicherung komisch vor, weil die nämlich festgestellt haben, also Bären in L.A., fair enough, wir sind jetzt hier nicht irgendwie in Nordkalifornien, man kann ja mal gucken, wie das aussieht. War das Auto gegen Tiere versichert? Nee, wie kann man das sagen, gegen Tier? Einflüsse von Tieren versichert. Ich glaube, das ist so versichert. Ich muss mal Auto in meiner versichert. Versicherung gucken, ob da ein Einbruch durch Bären versichert ist. Ob nee, der du musst mal nachgucken, ist. Ob das vielleicht gegen so ein Iltis oder sowas, weil das gibt es ja wirklich. Die nisten sich ja im Winter ein, weil es da schön warm ist in den Autos und legen sich dann da so rein und knabbern dann gern mal ein Kabelchen durch. Also nicht Iltis, sondern... Wie heißt das Tier? Das andere Tier, das so ist. Marder. Genau. So, auf jeden Fall kam der Versicherung das komisch vor, weil das angebliche Fell sehr, sehr shiny war und einfach sehr ordentlich aussah. Und dann hat man einen Bärenexperten rangepackt und der hat die Spuren des Auto im Auto kontrolliert und hat festgestellt, das kann nicht sein, die sind zu, Achtung, symmetrisch und parallel. Das kann nicht durch einen wilden Bären passiert sein. Woraufhin man die Vermutung hatte, und es hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich stimmt. Ist es so eine Geschichte wie der Löwe in, wo war es? Berlin? Irgendwo war doch ein Löwe. Ja gut, unterwegs. Der Löwe wurde ja zu einem, einfach zu einem sehr großen Wildschwein am Ende. Ja, und was war das für ein Wildschwein in diesem Auto? Ein Mensch. Oh. Und zwar ein Freund des Besitzers, der in einem Bärenkostüm in dieses Auto eingebrochen hat und es zerstört hat, weil sie diese Versicherungssumme haben wollten. Ich wollte gerade fragen, das war dann ein abgekatertes Spiel. Ein abgekatertes ein Spiel. Ein Versuch des Versicherungsbetruges. Richtig. Ein Versicherungsbetrug, der übrigens den Besitzer am Ende $140,000 kostet, nämlich die Summe, die er wollte, die Beschädigungssumme. Und de facto fand man bei dem Freund zu Hause einen gemütlichen Bären-Onesie, so ein Kuschel-Onesie, dann jeweils Handschuhe in also Form in Köln wäre es ein Karnevalskostüm richtig. Gewesen. Dann noch Handschuhe in Form von Bärenkrallen und halt eine braune Maske. Und das war das Bärenkostüm, mit dem man versucht hat, die Versicherung zu betrügen. Aber
Wie nah muss man an einer brennenden Hanfplantage wohnen, um auf solch eine Idee zu kommen, dass das funktioniert? Jetzt musste ich erstmal ganz kurz überlegen, wo du mit der brennenden Hanfplantage. Also, das ist dort gar nicht. Also, in Kalifornien ist Hanf legal und Kiffen und so inzwischen. Das ist das also hat gar ja nicht mit so, der Reaktion darauf nichts nein, zu tun. Nein, aber es ist nicht so unwahrscheinlich, dass man in der Nähe einer brennenden Hanfplantage lebt. Ja, umso berechtigter ist ja meine Frage. Ja. Sie sind nicht mit durchgekommen. Es ist übrigens nicht der erste Fall. So einen Fall gab es schon mal im Jahr 2014. Ich finde, was war da für ein Tier? Auch ein Bär. Ah, auch ein also Bär. Das war auch ein Bärenkostüm. Also das die Idee mit einem Bärenkostüm. Also man muss allerdings vielleicht auch mal die Polizei in Los Angeles einfach während der Karnevalssaison nach Köln einladen es und war auch so Recherche zeigen. Wäre auch ein sehr großer Waschbär gewesen. Das wäre ja auch unrealistisch, ne? Wenn sie ein Waschbärkostüm angezogen hätten. Mhm. Das wäre dann nicht mehr. Ja, Bär ist eigentlich so das Einzige, was man. Ein Affe wäre auch noch, aber wo kommt da ein Affe her, ne? Also ich überlege gerade Alternativen zu einem Bär, damit es irgendwie realistischer wirkt, aber schwierig. Sehe ich jetzt gerade tatsächlich gar nicht. Zwar vielleicht erfolgloser Schauspieler. Das wäre auch ein Riesenmarder, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich fand es ganz witzig, weil wir dieses Video halt gestern gesehen haben und uns gefragt haben, wir haben es auch nicht erkannt. Man erkannt, also das war eigentlich ganz gut gestaged, das Video, das muss man sagen. Ja, man hätte vermutlich dieses Infrarot der Kamera oder sagt man Infrarot-Nachtsicht-Gedönse der Kamera, hätte man müssen vielleicht ein Müh dunkler stellen. Ich weiß nicht, ob bei Gedönse das richtige Wort ist. Ich sag zu allem Gedönse, wo ich nicht weiß, wie es heißt. Heißt das nicht Gedöns? Ohne E? Ist doch egal. Ist Tünnef und Gedöns das gleiche Wort? Ja. Ja? Okay. Okay. Ja. Naja, was sagen wir da drauf? Was ist unser Fazit dieser... Ja. Unser Fazit? Unser Fazit... Ist es eine gute Sache, die Versicherung zu betrügen? Nein. Ist es, das ist unser Fazit. Nein, ich wollte fragen, ob es eine gute Idee war, das so zu machen. Wahrscheinlich nein, nicht. Nein, natürlich nicht. Es ist auf jeden Fall, nehmt euch bitte daran kein Vorbild und macht das nicht nach.